zum digitalen Büroassistenten. Es geht immer noch um die Webseite, aber wir schauen uns in diesem Video das Backend an. Wir fangen gleich hier an mit dem Dashboard. Ihr seht, hier würde alles stehen, wenn ihr Verkaufe oder Verkäufe tätigen würdet. Ich habe jetzt, weil es noch eine Demo-Seite ist, wir noch nicht live sind, noch keine Verkäufe drin, aber ihr könnt hier unten schon mal leicht angezeigt sehen, wie das dann aussehen würde, sollte da etwas sein. Ich kann jetzt noch mal kurz rübergehen, dann könnt ihr schon mal hier noch eine Neuigkeit sehen, und zwar diese verlassenen Einkaufskörbe. Es würde mir hier also anzeigen, welche Daten dazu da liegen würden, also auch die Verkäufe. Sprich, wenn hier noch nicht abgeschlossene Verkäufe oder Verkäufe sind, dann sind hier oben die entsprechenden Felder angezeigt. Ihr könnt einfach draufklicken und seht dann sofort, was hier eigentlich auch noch drunter versteckt ist. Da gehen wir aber dann durch. Dann habe ich hier den Bereich Google-Account. Das hier kann angezeigt werden, wenn ihr ein Google-Account-Konto, also ein Analytics-Konto habt. Dann gibt es dort einen sogenannten String-Code, den ihr beim Webbrowser, also beim Domain-Inhaber, Provider hinterlegen müsst. Damit stellt Google Analytics sicher, dass ihr Eigentümer der Domain seid und nicht irgendjemand auf eurer Webseite bzw. auf eurer Domain Analytics ziehen kann. Ganz sinnvoll natürlich. Es ist so, dass wenn ihr das sorglos oder ich will mich nicht kümmern Paket gebucht habt bei uns, dann ist die Domain ja mit dabei. Das heißt, wir kümmern uns auch darum, dass dieser String dann dort hinterlegt wird. Wir würden mit euch dann einfach nur kurz sprechen, würden den praktisch von euch abverlangen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr den bekommt, den Code, dann ist es kein Problem, dann kommt er auf uns zu, dann machen wir das gemeinsam. Dieser Code wird dann hinterlegt auf eurem Provider-Konto, auf der Website, auf der Domain und somit weiß Google, okay, das ist genehmigt, das ist in Ordnung und dann wird auch, wenn ihr angemeldet seid, ihr müsst natürlich auch über den Webbrowser auf eurem Google Analytics-Konto angemeldet sein und könnt dann hier klicken. Das ist praktisch schon eine doppelte Bestätigung. Dann könnt ihr die Daten hier sehen. Ja, das ist also so viel zum Dashboard. Dann kommt man hier zu Aufträge. Dann klicken wir gleich mal drauf. Hier seht ihr dann alle Aufträge, die über die Webseite gebildet wurden. Ihr seht hier bestätigt von Webseite. Somit könnt ihr sehen, wie aktiv eure Webseite ist. Wir haben hier noch einiges an Testdaten und einiges an Demo-Daten noch drauf. Dann gibt es hier die unbezahlten Aufträge. Das seht ihr, vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir hatten bei dem Video zu Veranstaltungen, da hatten wir Tickets hier drüber bezahlt, hatten praktisch geguckt, wie dieser Bestellvorgang gehen würde. Das ist noch der Bereich hier. Dann gibt es hier die verlassenen Einkaufskörbe. Hier könnt ihr dann sozusagen sehen, wer angefangen hat einzukaufen und den Einkauf dann abgebrochen hat. Dazu könntet ihr Wiederherstellungs-E-Mails versenden. Das heißt, ihr könnt jeden Morgen durchgehen und könntet gucken oder das natürlich auch automatisieren, dass es automatisch geschickt wird, wie ihr das nachher möchtet. Das muss man dann einfach ja, personalisieren, sage ich mal. So, dann haben wir hier die Kunden. Ihr seht ja, hier sind alle unsere Kunden aufgelistet. Dann Produkte. Unsere Produkte, die sozusagen auf der Online-Plattform freigegeben sind. Dann die Preislisten. Da könnt ihr euch noch dran erinnern. Da hatte ich die ganzen verschiedenen Währungen. Dann diese Sonderaktionen hatten wir noch angelegt. Dann bin ich hier. Aufträge fertig. Dann kommen wir zu Produkte. Ne, hat man schon gerade eben. Produkte, Preislisten, genau. Dann Promokampagnen, auch das haben wir schon zusammen durchgenommen. Den Code für 10% auf Bestellungen. Das alles kennt ihr noch alles aus dem Marketingbereich, aus den Marketing-Tools. Da haben wir diesen Promokampagnen durchgegangen. Gutscheinprogramme war dasselbe. Würden wir auch hier sehen können.
und auch, ob die aktiv sind oder nicht. Wir könnten die natürlich dann auch deaktivieren. Dann sind wir hier fertig, die Blogs. Hier seht ihr sozusagen alle Blogs, die auf der Webseite geschrieben worden sind. Hier seht ihr, den Schulungen sind schön. Das hatten wir da angelegt, den Blog. Hier sind die anderen, die ich noch auf dem digitalen Büroassistenten im Moment geladen habe. Das heißt, wenn man da hingeht, dann kann man nicht den Blog an sich sehen, aber man kann die angelegten Daten dazu sehen. Den Text selbst findet man dann nur auf der Webseite. So, dann habe ich das Forum, die Beiträge. Hier sind diese Beiträge, die in den Foren im Moment gelistet sind. Hier kann man die auch drüber bearbeiten. Ihr seht hier die Antworten zum Beispiel. Also ihr könntet auch hierüber immer sehen, was es neue Beiträge in dem Forum gegeben hat und könntet hierüber auch die dann beantworten. Ihr müsst es jetzt nicht auf der Frontseite machen, auf dem Frontend, auf der Webseite sozusagen, sondern ihr könntet es auch hier bearbeiten. Dann haben wir hier Besucher. Hier sind die Besucher der Webseite im Moment. Ihr seht, obwohl unsere Seite noch gar nicht richtig live ist, sondern nur, ja, also noch nicht beworben, noch nicht groß ausgeführt, hatten wir schon über 6000 Besucher auf der Seite. Hier kann man sehen, wo diese waren. Auch hier würde man sehen, wenn sie im Live-Chat gesprochen hätten, würde man das hier erkennen, man würde das sehen. Ihr seht auch natürlich, wenn jemand gekommen ist, der Kunde ist, also der ja schon ein Konto bei euch besitzt, dann seht ihr auch, na, wie häufig, dass er da war. Ansonsten sind natürlich die Nummern, die Besucher nur mit einer Nummer ausgestattet, also mehr sieht man natürlich nicht. Das heißt, ihr habt keine Datenabspeicherung tatsächlich, wie ihr sehen könnt. Das heißt, ihr könntet den Cookie-Bereich auch weglassen, außer natürlich, ihr nutzt Google Analytics, dann würde ich ihn drin lassen. Die Software selbst hier, der Büroassistent, also Odoo 14, sammelt keine Daten ein. Also keine verschlüsselt, also nur verschlüsselte Daten. Er wird immer nur Teildaten euch anzeigen und nicht volle Datenzugang gewähren. So, dann haben wir noch Ansichten. Das heißt, da kann man sehen, welcher Webseitenbesucher, also man kann auch die URL zum Beispiel dann sortieren lassen. Dann sieht man, wie häufig dieser Bereich hier angeguckt wurde, wann welcher Webbesucher, also wie aktiv diese Seite auch ist. Ihr könnt dann einfach sehen, wird sie, ist sie gut frequentiert, scheint die interessant zu sein für die Besucher, welche Seiten sind denn jetzt eigentlich unsere favorierten Seiten. Das alles könntet ihr hier aus diesem Bereich entnehmen. Berichtswesen. Auch noch kurz drauf. Online-Verkäufe. Hier ist eine kleine Aufstellung dessen mit den Verkäufen, wie das aussieht. Da könntet ihr das rausziehen, Nettobeträge abzurechnende Mengen, dann bestellte Menge, gut, Bruttogewicht, das brauchen wir ja nachher nicht, Positionen. Das kann man praktisch schon alles dazu machen, damit man sagen kann, was will ich hier eigentlich alles sehen? Ich kann das praktisch durch wieder wegklicken, sagen, das will ich doch nicht sehen. So, was habe ich jetzt eigentlich eingenommen? Also ganz, diese ganze Liste kann ich mir anzeigen lassen und kann das selbst bestimmen, was ich sehen möchte und kann das auch dann downloaden, damit ich mir das meinetwegen ablegen kann oder dazu tun kann, zu meinen Unterlagen, zu meiner Buchhaltung oder wie auch immer, monatlich Analysen oder wenn ich das jemandem zeigen muss, anhand von, ja, weiß ich nicht, Leuten, Investoren und so weiter, kann man das dann eben auch tun. Gibt auch noch die Möglichkeit, das in solchen Dingen zu machen. Das ist jetzt natürlich jetzt blöd, weil ich jetzt noch nur mit Demo-Daten arbeite und daher euch natürlich nicht so viel zeigen kann, aber auch aus datenschutzrechtlichen Gründen das schwierig ist. Also wir haben jetzt schon wirklich versucht, nur mit Demo-Daten zu arbeiten, soweit wir gekommen sind, damit wir da eben niemanden preisgeben. So, dann haben wir noch die Konfiguration. Das haben wir, soweit ich weiß, auch schon sehr oft durchgenommen. Die Einstellungen, das habt ihr schon in den ersten Schritten gemacht. Dann ist diese, die Apps, das sind diese zusätzlichen Apps, die man sich installieren könnte. Einige von denen sind allerdings kostenpflichtig.
müsste man dann gucken. Das seht ihr dann auch ziemlich schnell, wenn ihr vorhabt, das noch zu erweitern. Würde ich vielleicht immer erst noch mal kurz Kontakt aufnehmen mit uns und würde nachfragen, wie es denn da aussieht und ob man behilflich sein könnte oder lieber nachher sagt, okay, hab mal ein Auge drauf, weil manche Installationen dann auch andere Module benötigen, damit sie überhaupt laufen und dass Deinstallieren auch manchmal problematisch sein kann. Also es kann sein, dass ihr das zwar leicht installiert, aber die Deinstallation dann problematisch wird und vielleicht danach der Server erstmal zusammenkracht und ihr sowieso Kontakt mit uns aufnehmen müsst. Aber ansonsten würden wir sowieso im Erstgespräch gucken, welche Bereiche ihr alle haben wollt, damit auch schon alles nachher da ist und dann sind wir auch für euch da. Ihr könnt hier die unterschiedlichen Bereiche sehen, welche es alles dann gibt. Jetzt mal gucken. Ach, das ist nur Webseite. Moment, ich glaube, ich muss das hier wegmachen. Was für den Verkauf, Dienstleistungen, Finanzen, das sind gerade die ganzen Zahlungsanbieter. Da könnte es vielleicht gut sein, dass ihr nachher dann sagt, das eine oder andere möchtet ihr vielleicht noch haben. Ihr seht hier auch die verschiedenen Finanzbuchhaltungen. Also das heißt, auch wenn ihr jetzt aus Österreich kommt oder hier aus der Schweiz, kann man das entsprechende Buchhaltungssystem runter oder installieren, damit es passend zu eurer Buchhaltung auch funktioniert. Es muss jetzt nicht unbedingt nur mit dem Deutschen sein und ihr müsst dann gucken, wie auch immer, wie ihr zurechtkommt, sondern ihr könnt auch tatsächlich die Charts und Steuern von eurem Land installieren. Das ist kein Problem. Dann haben wir hier Lager, wenn von euch welche mit Lager und mit Einkauf arbeiten. Ich glaube, die Reparaturen, glaube ich, war kostenpflichtig. Dann Fertigung, das habe ich noch, Marketing. Da hatten wir ja eigentlich soweit alles installiert, was möglich war. Personalwesen, falls ihr auch im Personalwesenbereich vielleicht arbeitet, vielleicht vermittelt ihr ja auch Mitarbeiter für andere größere Kunden und so weiter, dann wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, wo ihr mitarbeiten könntet. Produktivität, Google Drive, das wollten wir ja auch nochmal drauf eingehen in einem anderen Video, wie man das nutzen könnte, falls ihr das wolltet. Dann auch den Outlook-Kalender zum Beispiel, also den Google-Kalender haben wir jetzt installiert, weil wir mit denen gesagt haben, arbeiten wir da. Outlook-Kalender, da war nicht so viel, ich weiß, war nicht so einfach oder war derzeit sogar nicht möglich. Da war was, da müsste ich nochmal nachhaken. Und die Administration, das sind leider beide tatsächlich kostenpflichtig. Das war eigentlich recht interessant, aber lohnt sich einfach in dem Fall nicht. So, okay, also das waren die Punkte für Apps. Dann haben wir hier Seiten. Das sind jetzt alle Seiten, die für die Webseite angelegt sind. Ihr seht, hier ist indexed und ist veröffentlicht. Also ihr solltet wirklich alle Seiten wie diese Cookie Police, sie braucht natürlich nicht indexiert sein. Solltet ihr dann, je nachdem, ob ihr wollt, dass sie in dem Index-Sheet für Google enthalten ist oder nicht, solltet ihr dementsprechend kennzeichnen. Und ihr seht, die haben die ganzen Cookie-Dings sind also nicht angekreuzt bei uns. So, und dann sind eben nur diese Seiten. Ich würde jetzt nach dieses halt Schulungen buchen. Doch. So, Entschuldigung, verwerfen. Genau. Also das muss man dann alles durchgehen und gucken, damit wirklich die Seiten, die man indexiert haben möchte, auch nur indexiert sind. Denn ein ERP-System, das auf Web basiert, hat natürlich pro Seite eine Webadresse. Und wenn das jetzt nicht gemacht wäre, dann würden praktisch alle Seiten, die in eurem ERP, also in eurem digitalen Büroassistenten irgendwo stecken, würden dann indexiert werden, was für Google natürlich eine Hyperüberlastung wäre. Und ja, danach auch oft drum meckert, dass zu wenig Text, dass das SEO nicht stimmt, dass das nicht mehr hier ein Fehler ist und da ein Fehler. Das würde alles sehr komplizieren, verkomplizieren. So. Zum Beispiel ist meine Schulungsseite, die würde ich nicht indexieren lassen, weil die ist ja auch gar nicht öffentlich. Die möchte ich gar nicht haben, dass die gesehen wird. Hier zum Beispiel, das werde ich auch nachher noch wegmachen. Jetzt muss ich schnell gucken. Hier,
Ne? Aber so, ihr versteht das Prinzip, denke ich mal, um was es hier eigentlich geht. Dann E-Commerce-Zahlungsanbieter. Wir arbeiten im Moment eben mit dem Adyen. Das haben wir, Moment, wo haben wir denn Adyen? Ich dachte, das, also ich glaube, wir waren dabei, wir sind noch nicht fertig. PayPal ist aktiviert, wir haben Stripe und die Banküberweisung. Mit dem arbeiten wir im Moment und wie gesagt, das hier werden wir noch in Kürze nutzen. Wir sind schon dabei, wir haben jetzt schon die ersten Sachen gemacht, müssen aber, glaube ich, irgendwas fehlt noch und dann können wir das auch einsetzen, weil wir denken, dass das sehr ein gutes Angebot ist von Adyen, dass die verschiedenen Kreditkarten, die angenommen, akzeptiert werden. Aber Stripe ist auch schon recht gut, wird in der Schweiz viel benutzt. Ich glaube, wir arbeiten viel mit der Banküberweisung und mit PayPal. Stripe ist jetzt noch nicht ganz so bekannt, aber ich denke, man findet hier was, mit dem man arbeiten kann. Dann E-Commerce-Kategorien. Da hatte ich euch schon mal in einem Video gezeigt und habe gesagt, na, ich weiß gar nicht, wie das da ist, wie ich die wegkriege. Das ist also hier der Fall. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob wir das einfach tatsächlich löschen können, oder ob er sagt, naja, hallo, das sind noch Sachen hinterlegt. Wir probieren es einfach mal kurz, dann wird er wahrscheinlich meckern. Mal gucken. Nein. Und schon sind diese Kategorien weg. Ich glaube, ich könnte euch daran erinnern, dass ich euch in der Webseite gezeigt hatte, wie man diese Kategorien vorne einfügt in diesem kleinen Minishop. Und dann waren so ganz viele Kategorien da. Und diese Kategorien kann man praktisch hier über diesen Konfigurator, kann man die dann einstellen, hier, welche angezeigt werden sollen und welche nicht. Dann haben wir hier dieses Blocks. Das seht ihr jetzt nachher den Blog vom digitalen Büroassistenten und hier unser Schulungsblog und auch die Menge. Ihr könnt da drauf gehen, könnt den auch bearbeiten und könnt den Text dazu bearbeiten und die Zuordnung, zu welcher Webseite das er gehört. Und bevor ihr den Blog dann auch anlegt, müsstet ihr nachher wirklich hier am besten den Text auch reinschreiben und auch die Übersetzung dazu solltet ihr in zwei Sprachen arbeiten. Ihr seht hier auch dann die ganzen Änderungen, die dazu erfolgt sind, daraufhin. Dann die Stichwörter. Das sind alles die Stichwörter, die dazu benutzt worden sind in den Blogs. Das sind auch welche mit dabei. Die kamen, glaube ich, noch von dem. Von den Demo-Daten. Da kann man das auch noch wegmachen. So, Discovery. Ich glaube auch nicht, dass auf meiner Seite im Moment irgendwie Discovery ein Thema wäre. So, dann Stichwortkategorien. Da habe ich keine. Also, man könnte zum Beispiel jetzt sagen, meinetwegen, was könnte ich jetzt zum Beispiel sagen? Kurse oder meinetwegen Meditation, Coaching oder Yoga und Meditation und dann drunter nachher vielleicht nochmal verschiedene Stichwörter, die dann drunter gehen. Vielleicht gibt es da ja Unterschiede, gibt es bestimmt Unterschiede in was von einem Yoga und was von Meditation, das es da gibt. Dann wären das so diese Kategorien mit Ober und Unter. Genau, die Stichwörter und die Stichwortkategorien. Dann diese Ranks. Ich habe da persönlich gut, diese Ränge haben was damit zu tun mit dem E-Learning, mit den Kursen. Da können ja die Kunden Punkte sammeln und können neue Ränge erobern. Das werden wir nochmal genauer durchgehen im Kurs fürs E-Learning. Da zeige ich euch, was es auch mit dem zu tun. Ich glaube, das wäre jetzt einfach vermutlich ein bisschen zu viel und weit hergeholt, wie man das am besten oder um was es da eigentlich geht. Ich habe da einfach verschiedene Ränge, die unsere, also auch jetzt ihr praktisch mit dem E-Learning-Kursen könnt ihr, desto weiter ihr kommt, desto mehr Punkte ihr gesammelt habt, desto höher geht dann euer Rang. Also ihr kriegt dann auch, wenn ihr dann 10.000 Punkte für euren Doktor und so weiter. Dann haben wir das Forenverzeichnis.
Da seht ihr die zwei Foren, die wir gegründet haben für euch, für die Büroassistenten und dann eben auch jetzt bei der ganzen Videomacherei die Schulungen zu Bäumen und Co. Das haben wir ja angelegt als Forum. Dann haben wir die Stichwörter da dazu. Das seht ihr auch. Das war auch Pflanzen und Co. Das hatten wir auch gemeinsam angelegt. Und die Auszeichnungen. Da hatte ich jetzt zum Beispiel hier, das sind alle vorgegeben, angelegt bereits in den Demo-Daten. Ich habe mir einfach dann die geschnappt und habe dann geguckt, wie ich die entsprechend umbenennen könnte, damit sie eben zu uns passen. Dann auch wieder die Übersetzung angelegt. Und man kann auch diese Bilder hier tauschen, könnte andere reintun, die dann besser passen oder einem angenehmer vorkommen für das, was man tut. Vielleicht eben, wenn man so im Yoga-Bereich ist oder in der Meditation, dass man dann irgendwie was mit Steinen macht oder irgendwas Meditatives oder so. Das kann man natürlich ja auch machen, ist gar kein Problem. So, was habe ich dann noch? Ja, und da kann man dann eben festlegen, wer diese Auszeichnungen bekommt, wie man die bekommt, was man tun muss und so weiter, damit dieses Auszeichen erreicht wird. Das hat auch wieder sehr viel mit dem E-Learning zu tun. Und von dem her würde ich auf diesen Bereich auch wieder in diesem speziellen Kurs mit Bezug auf E-Learning eingehen. So, dann habe ich, das war ich gerade, aus seinen Gründen für Beendigung. Das war auch nah, das betrifft das Forum im Wesentlichen. Und zwar, wenn Posts geschlossen werden, dass man sagt, okay, also das erkennt das sicherlich von den Nachrichten und so von den ganzen Apps, dass die dann irgendwann sagen, es wurde jetzt genug diskutiert in dem Bereich, wir schließen jetzt hier den Kommentarbereich. Und hier hat man dieselbe Möglichkeit, man kann diese ganzen Fragen, diese ganzen Posts dann auch schließen, kann sagen, das ist jetzt, das wurde gelöscht, wir löschen das, also wir schließen den Bereich jetzt hier und dann kann man unterschiedliche Möglichkeiten angeben. Das sind die Vorschläge, die grundsätzlich vorgegeben sind. Ich habe das einfach dann nur übersetzt. Ihr könnt natürlich eigene Gründe festlegen, das ist gar kein Thema. Ja, das war jetzt sozusagen der Backend-Bereich für die Webseite. Ich hoffe, dass ich euch alles soweit gut erklären konnte, was zu bedeuten hat. Es ist sehr umfangreich, aber auch oft sehr hilfreich, wenn man das eine oder andere kann. Und vieles, vieles kommt auch wirklich erst mit der Arbeit damit und geht auch wirklich nur damit um, wenn ihr es benutzen möchtet. Ansonsten geht einfach drüber weg. Es ist gar kein Problem, solange ihr das nicht für eure tägliche Arbeit benutzt. Also wenn ihr jetzt die Webseite nicht benutzt, dann braucht ihr auch diese Konfigurationen nicht. Wenn ihr das Forum nicht benutzt, dann braucht ihr diese Bereiche nicht. Und wenn ihr sagt, ich arbeite nicht mit Promo-Kampagnen und auch nicht mit Gutschein, braucht ihr auch diesen Bereich nicht. Also macht euch nicht irre mit den vielen, vielen Möglichkeiten. Es ist einfach nur gut zu wissen, finde ich, wenn man weiß, was ist möglich, da ich dann vielleicht auch neue Ideen bekomme. Wir sind alle unterschiedlich. Der eine fühlt sich damit angespornt, der andere eher überfordert, der nächste fühlt sich damit überwältigt und findet nachher, er macht viel zu wenig. Passt es einfach darauf an, was eure Kunden wollen, was ihr euch vorstellen könnt, was ihnen gut tun würde. Es sollte immer zu euch passen, das ist meine Meinung. Und wenn ihr jetzt noch nicht bereit dazu seid, das zu tun, dann seid ihr das vielleicht in den nächsten Monat, vielleicht auch in 3 Monaten und in 6 Monaten und erst in einem Jahr. Egal, wann ihr bereit seid, das System ist es auf jeden Fall und bietet euch ganz viele Möglichkeiten. Und das finde ich so schön daran, dass man reinwachsen kann. Wir werden auch noch ganz viele Seminare, Webinare, Kurse hier anbieten, in denen ihr das dann auch lernen könnt, wie man das einsetzen kann. Wir werden vieles ausprobieren und diese ganzen Erfahrungen auch mit euch teilen. Dafür ist auch die Community gedacht und ich freue mich auf jeden Fall auf jeden einzelnen neuen Büroassistenten und dass ihr zu uns kommt und das Gefühl habt, euch hier wohlzufühlen, gut aufgehoben zu sein. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Video. Bis bald!